Wenn ich den Tanzkurs jetzt nicht gemacht hätte, würde mir, glaube ich, oder würde uns Großes fehlen. Durch die Chemotherapie merkte ich eine ganz unangenehme Empfindlichkeit, also so ein Kribbeln in Händen und Füßen, eine extreme Kälteempfindlichkeit. Tag, Frau Schilling. Herr Liebmann, Hallo. hallo, wie geht's Ihnen? Ich bin dann nach Sylt gekommen zur Reha-Maßnahme und dort habe ich von der Studie gehört. Also die Studie Tanzen nach Darmkrebs untersucht, ob Tanzen, insbesondere jetzt Paartanz in unserem Fall, sich positiv auf Langzeitnebenwirkungen bei Darmkrebspatienten nach einer bestimmten Therapie verhält. Das Projekt Tanz nach Darmkrebs, das ist für uns was ganz Besonderes, wenn wir das als Tumorzentrum anbieten können, weil es direkt den Betroffenen hilft, mit ihrer Situation, mit hier ihrer Neuropathie besser umgehen zu können. Und wir können hier mit einem extrem attraktiven Angebot Menschen wieder die Tür ins normale Leben öffnen. Es ist sportlich und wir wissen das aus anderen Studien schon, dass die kognitiven Fähigkeiten durch das Tanzen wieder angeregt werden. Und wir wissen, dass Tanzen auch gegen Polyneuropathie wirkt. Polyneuropathie ist Kribbeln in den Füßen, in den Zehenspitzen, in den Fingern. Und da haben wir bereits erste Ergebnisse, dass Tanzen sich positiv auswirkt. Der Tanzkurs hilft, dieses Taubheitsgefühl wegzunehmen. Auch mein Gedächtnis wird trainiert durch verschiedene Tanzstile, die man sich ja antrainiert und angewöhnt merken muss von einer Woche zur nächsten Woche. Und da kann ich auch nur sagen, ein wirklich voller Erfolg, dieser Tanzkurs. Ich bin erstaunt, was da so alles möglich ist.